Wir sind nach wie vor auf der Suche nach dem Auto mit den meisten PS. Das ist momentan das Führende. Heute in dieser tollen Werkstatt habe ich die Miss Tuning 2016. Hier sind schon mal 2 PS von ihr und dann wird es immer mehr, dann wird es immer heißer, dann wird es immer toller. Du bist Miss Tuning, das bedeutet genau was? Ja, ich bin halt ein Jahr lang die Botschafterin der Tuning- und Automobilbranche. Und du bist eine Frau, die weiß, wo der Hammer hängt. Wo hängt er zum Beispiel hier? Guck mal hier. Wo finden wir ihn? Wo ist er? Was würdest du im Privatleben irgendwie tunen? Scheiße. So, ist das so in Ordnung? So macht vielleicht man das, noch da denkt man sich so? Ja? Tun mich mal. Ja? Also ich würde vielleicht die Beine ein bisschen zusammen machen. Mensch, Julia, wie könnte ich denn jetzt zum Beispiel unser Funkhausauto, wie könnte ich denn das jetzt auf kostengünstige Art und Weise mal tunen? Ja, Holger, da habe ich eine mega Idee. Auto waschen! Bitte was? Auto waschen? Ja! Das haben wir noch nie gemacht. Soll mich gehen lassen? Okay, dann hier, da. Bewerbt euch mit eurem Auto, zeigt uns, wie viel PS ihr habt und bewerbt euch unter www.radiobrocken.de oder über die neue Radiobrocken-App. Und das Schöne ist, es gibt nicht nur 1000 Euro Finderlohn für euch, sondern es gibt noch den aktuellen Miss Tuning-Kalender obendrauf, oder? Natürlich, handsigniert. Jetzt fummeln wir noch ein bisschen, tun noch ein bisschen was auf. Am Auto. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Und dann also weiter mitmachen. Bis dann. Ein ganzes Land ist auf der Suche. Die Sachsen-Anhalt-Rekorde. Nur bei Radio Brocken.